Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute vom Hotel Ödenhof in Mitteltal. Mitteltal ganz bekannt in Deutschland. Zwei der besten Kneipen hier ganz in der Nähe. Traube Tonbach kennen vielleicht viele von Ihnen. Oder Barreis, wie sein Restaurant, nicht Kneipe, wie sein Restaurant heißt, weiß ich gerade nicht. Ja, das sind zwei der Spitzenköche in Deutschland. Und da ist auch das Hotel Ödenhof Kunde von uns, der Herr Singh. Und der Herr Singh hat diesen tollen Innenteich, wo leider dieses Jahr die große Katastrophe passiert ist. Er hat den Außenteich hier, haben wir auch schon zuhauf geblockt, alles mal gezeigt, alles mal kritisiert. Und er hat fast alles, was wir ihm empfohlen haben, umgebaut. Fast alles, das, was halt zum Umbauen ging. Hat aber auch komplett die Hydraulik verändert und ist immer noch am Basteln, am Machen, am Tun. Aber da er auch mit seinem Hotel alle Hände voll zu tun hat, was Anbauten angeht, Solarien, Wellnessbereiche, geht es halt alles Schritt für Schritt. Und der Blog, warum wir den heute aufzeichnen, warum wir ganz klar sagen, wo wir sind. Herr Singh möchte ein paar seiner Fische abgeben, soweit es das Wetter erlaubt, werden wir die jetzt auch gleich mal zeigen. Und wenn Sie da Interesse haben, dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an singh@oedenhof.de, also wie Ödenhof, nur mit OE. In E-Mail Adressen dürfen ja keine Umlaute stehen. Also oedenhof.de und Singh, S-I-N-G-H, also indischer Name. Und dann kommt die E-Mail auch an und schreiben Sie einfach, dass Sie Interesse haben. Wir wollten heute eigentlich ein paar Fische rausfangen und Videos machen und, aber das Wetter erlaubt es nicht. Das macht er dann selber, dann erfahren Sie Größe, Geschlecht, Varietät, alles, was Sie brauchen und natürlich auch den Preis. So, und wir wollten letztes Jahr eine große Privatauktion diesbezüglich machen. Kannst du ganz kurz heben, Tom? Wir wollten letztes Jahr eine große Privatauktion machen, das hat dann nicht mehr geklappt. Und da es nicht mehr geklappt hat, haben wir uns dann, und wir auch Privatauktionen nicht mehr machen, haben wir uns dieses Jahr darauf verständigt, dass wir das dann auf diesem Weg bewerkstelligen. Und wenn Sie jetzt mal schauen, also hier, das sind große Fische, mit Sicherheit um die 60 bis 70 Zentimeter. Hier ein wunderschöner Konishi Kuchaku, Kohakus, ein Shiro Utsuri. Ein Showa. Also wenn man es jetzt vergleicht mit den Koi, die normalerweise bei uns in den Privatauktionen waren, sind sie eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, darüber. Also das ist mehr als nur ein Anfängerbestand. Das sind wirklich hübsche Fische. Und er hat sie jetzt einfach für sich einen neuen Weg gesucht, wo er Koi-mäßig hin möchte. Und hat dann gesagt, die Fische passen da nicht mehr dazu. Und drum möchte er sie los haben. Auch hier einige seiner Anfängerfische, aber auch andere Fische, die er noch gar nicht so ewig hat. Fische, die er klein gekauft hat und groß gezogen hat. Also ein großes Sammelsurium an zum Teil wirklich noch hübschen Koi, die jetzt hoffentlich auch kommen. Also wir haben es echt getroffen mit dem Regen heute, weil ab morgen soll eigentlich eine Woche lang schönes Wetter sein. So. Wasser ist auch sehr schön. Also hat wirklich viel verändert. Wir schauen uns gleich auch mal einen Filter noch an. Das ist natürlich das Futter abgetrieben. Toll, aber Sie sehen, wir sind in einem Top-Zustand. Jetzt mal kurz abschweifen. Schauen Sie, alle sind sie zur Fütterung. Sofort gegangen, kein einziger abgedreht. Genauso bei denen hier. Das sind die, wo eine Stufe besser sind. Und Sandra Lechleiter betreut den Bestand auch und sie wird auch sicherlich nochmal ein. Jetzt ist abgedeckt. Das letzte Mal, als ich da war, war es das nicht. Da eine fette Oase Bidron UV-Lampe. Auch ein sehr gutes Produkt. Habe ich noch nicht gesehen. Für bis 10.000 Liter in der Stunde. Also auch eine deutliche Angabe, was die Effizienz angeht. Ja, so, wir sind aber jetzt nicht bei den UV-Lampen. Also, Sie schreiben eine E-Mail, wenn Sie Interesse haben an den Fischen. Sie werden dann den Preis erfahren. Singh, S-I-N-G-H, @oedenhof.de. Und das Hotel können Sie natürlich auch auf dem Internet googeln oder bei HRS oder sonst irgendjemand oder direkt auch gleich buchen. So. Ich kriege gerade einen Daumen hoch. Übrigens hat er gerade gesagt, er muss zweimal am Tag an mich denken, weil ich im Blog irgendwann mal gesagt habe, dass viele Pflanzen, bevor sie dann final den Abgang machen, nochmal blühen. Und hier musste die Hecke 1 Meter nach hinten versetzt werden. Man sieht hier den Cut.
Und die ist jetzt langsam am Sterben und man sieht, die fängt an zu blühen, hier und da. Und er sagt immer, wenn eine blüht, dann dauert es nicht mehr lange, bis sie dann final tot ist. Und die andere, die nicht versetzt wurde, hat eben nicht geblüht. Auch da hinten eine große Thuja-Hecke, auch keine geblüht. Aber die, wo blühen, gehen dann hier zumindest kaputt. Aber jetzt keine Angst, das heißt jetzt nicht, Sie sehen hier eine wunderschöne, die auch blüht und die wahrscheinlich nicht kaputt geht. Ich wünsche es mir zumindest, weil die ist sehr schön. Also keine Sorge, wenn Ihre Pflanzen das Blühen anfangen, dass Sie dann alle danach abnibbeln. Aber es ist einfach in der Natur so, dass nochmal der Mannstrieb kommt. Heißt, Mannstrieb. Irgendwie so, dass die nochmal überwältigt werden. So, dann haben wir das jetzt auch. Schreiben Sie und jetzt gucken wir, vielleicht können wir Ihnen noch einen Blog machen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.